Freunde! Oh, hier kann ich wirklich runterfallen. LOL! Okay, guter Start in die Folge. Ich habe nur mal geschaut, weil an manchen Stellen kann man ja gar nicht runterfallen. Okay, sprechen Sie mit Seer über den seltsamen Infestation bei der School. Ah ja, kann er mir ja noch erinnern. Letzte Folge, Schule. Haben wir einen grünen Infizierten gesehen. Der war schon mega eklig. Ich glaube, da erinnern ist der Seer. Jo. Da ist er schon. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort reißaus nahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Eine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Der Quartermeister, dann gehen wir zum Quartermeister, der ist wieder ganz unten, der Boy. Der Quartiermeister ist wieder ganz unten. Und haben wir hier neuen Outfits, wir müssen immer fresh ausschauen. Fresh gekleidet sein. Outfit. Kurier haben wir gerade an. Na, lass mal Kurier an, ist ja egal. Wenn wir nichts Neues haben, dann haben wir nichts Neues. Gut, mit dem Aufzug wird gedrived. Drive time. Schlimms. Ich soll für Sarah eine Gewebeprobe des Flüchters besorgen, den ich bei der Schule gesehen hatte. Da sich Flüchter laut Sarah nur in bestimmten Bereichen der Stadt zeigen, werde ich meine Suche auf das dortige Gebiet konzentrieren. Sobald ich die Probe habe, muss ich sie umgehend zu Sarah bringen. Sie muss frisch sein, meinte er. Ja, das muss sie. Fresh, fresh. Jo. Einer von euch nicht diesen lustigen Witz gerissen, was ein Zombie beim Fußball weiß macht? Weiß gar nicht, wer sie tun. Dr. Sarah meinte, sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo Sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen, wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt, danke. Gut, ja, keine Gegenstände würde ich schon sagen. Gut, dann haben wir die Vertikale. Flüchter sind eine spezielle Art von Infizierten, die für Dr. Sears Forschung von Bedeutung sein können. Sie zeigen sich nur nachts in der Nähe der auf ihrer Karte markierten Futterplätze. Sollten Sie sich auf einer Jagd nach ihnen begeben, sollten Sie dabei besonders vorsichtig vorgehen, da Flüchter sehr leicht zu erschrecken sind und äußerst schnell rennen können. Äußerst schnell, ja? Äußerst schnell. Crane, bist du da? Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. Komische Sache. Er sagte, er sei von einem jungen Typen, der ganz nach dir klang, abgezogen worden. Hast du eine Idee, wovon er redet? Ey, ich muss los. Wir sehen uns später, Spike. Lol. Okay, ich muss nachts einen Flüchter zur Strecke bringen. Das heißt, ich muss nachts rausgehen. Oder fuck, finde ich bitte einen Flüchter. Sind ihr hier markiert, diese Futterstellen? Futterplatz der Flüchter. Dann laufe ich da hin. Dann laufe ich jetzt dorthin und dann schlafe ich dort und dann kann ich mich nach einem Flüchter umsehen. Ach komm, ich wollte hier vorbeilaufen. Ja, die prügeln mich wieder weg. Oh. Das war wieder dumm gemacht von mir, aber das macht nichts. Ich brauche einen Flüchter. Putsch!
Sie können mich mal in Ruhe lassen jetzt. Na was? Aua. Gut, ich muss dorthin laufen, wo ich mir den Wegpunkt gesetzt habe. Das ist ein großer. Tschüss. Bin da. Hi. Hi, 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 hi. Da ist das Bett. Dunkelheit. Es regnet auch. Wow. Warte mal, wie geht die UV-Lampe? So geht die Taschenlampe, die UV-Lampe. Irgendwie. So. So ging die UV-Lampe. Leider, ich kann gar keinen Flüchter killen. Aber na gut. Die Herausforderung. Die Aufgabe, die uns zum Helden macht. Wenn wir für den Dr. Zera so eine Scheiße finden. Weil dann können sie die Schattenjäger wegblocken. Also ein Schattenjäger. Das Rote da. Oi, oi, oi. Da kommt ein Zombie. Ihn von mir bekommen. Haben Wind von mir bekommen. Ich glaube in die Sicherheitszone. Ja, der scheiß Schattenjäger, der geht ja nicht weg von dem Futterplatz. Safe. Er hat einen Schatten hier gefunden. Zeit zum Flüchten. Rein. Ey, 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 ey. Kommen wir wirklich rein? Was ist mit euch los? Haben wir Zeit, die Schattenjäger zu erledigen? Aha, was, was, was? Ach komm! Meine UV-Lampe ist gleich im Arsch. Ich bin tot. Sie sind tot. Gut, gut, gut. Ja, schön, aber... What the fuck? Ich muss... Flüchter ist entkommen. Nein!
Wie ist er entkommen? Nein, 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 nein. Nächster Flüchtling ist entkommen. Das gibt's nicht. So, ich war gerade gar nicht in der Sicherheitszone, oder schon? Ich war gerade nicht in der Sicherheitszone. Das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Das heißt, Flüchte ist entkommen, der Dude kann nicht entkommen, ja? Er muss doch da sein. Okay, gut, ich habe einen neuen Plan. Neuer Plan. Mit perfekt. Pennen, nochmal pennen und dann ist der Flüchte wieder da. Da bis Tagesanbruch schlafen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit. Wieder schlafen. Die wünsche ich Ihnen später. Ja gut, okay, ist da jetzt ein Flüchter. Ich habe ja keine Ahnung. Joa, in der gesicherte Bereich. Ich habe zuerst Fähigkeit erhalten. Wie komme ich da nochmal hin? Okay, irgendwie alles drücken, dann komme ich da schon hin. Craft. Oh. Kampfbeherrschung. Sie hat bessere Kämpfe, erhalten mehr Aussage und Zugang zu neuen Kampffähigkeiten. Will ich haben, please. Was sind die neuen Kampffertigkeiten eigentlich? Gut, egal. Überlebensrang haben wir auch was. Lernen Sie, wie man eine Elektrozaunfalle einsetzt. Nope. Reparaturkünstler werden sehr bessere Reparateur. Beim Reparieren der Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht gebraucht. Hä? Feilschen Sie besser, laden, Preise sinken. Ja gut, dann machen wir das. Gut, ist jetzt ein Flüchter da. Flüchterboy. Wahrscheinlich kein Schattenjäger in der Nähe, das ist gut. Das sind doch Schattenjäger in der Nähe. Weiß das der Flüchtling? Was da hockt? Ja, ein Schattenjäger. Aber ich habe ihn gerade gekillt. Der Flüchter ist tot. Der Flüchter ist tot. Aber jetzt muss ich da ran, ohne dass mich die Schattenjäger finden. Viele jetzt. Der Flüchter bleibt jetzt über die Nacht. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, aber so werde ich das jetzt versuchen. Die Schattenjäger, no. Nein, danke. Da. Schattenjäger können mich mal am Kobo legen. Auf der Flüchter liegt noch dort. Ah, wirklich jetzt? Da muss ich in der Nacht dann hingehen.
Scheiße, na gut, okay. Das wird schon schwierig jetzt. Oder also nochmal schlafen. Bis in die Nacht. Nochmal. Überlebender wurde getötet. Schön. Bis zum Einbruch der Dunkelheit, die Wach. Ja, die Folge ist wieder viel zu Stunde lang, wir haben noch gar nichts hinbekommen. Aber. Who cares? Who cares? Die Wiese. Gut, wir bauen mal was. Zwar. Wurfsterne, ja. Können wir nicht. Können gar nichts bauen. Medikit. Gut, Medikit. Brauchen wir noch eins. Und ein paar Böller. Ein paar Böller. Da ist wieder ein, so ein Dude. Wir haben noch einen Wurfstern. Ist mega wenig. Haben wir sonst irgendwas, mit dem wir den von hier killen können? Ich glaube nicht. Warte mal, wie wirft man die Waffe? Das ist jetzt die Frage. Tastenzuweisungen. Bewegung, Actions. Wurf, Alt-Taste. Alt, was? Lüge, mit Alt geht da gar nichts. Ja, okay, da ist ein Schattenjäger da vorne. Eigentlich könnte man ja mal die Lichtfalle testen. Okay, einmal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Jawohl, jetzt nur noch wegkommen. Oh! Die Nachtjäger kommen! Oh fuck, fuck, fuck. Ja! Nice, ich hab's gepackt. So, gut. Easy. So, jetzt kann ich wieder zum Doktor zurückgehen. Ich hab die Gewebeprobe erfolgreich geholt. Bin ich irgendwie stolz gerade, wie ich das hinbekommen habe. Okay, so werfe ich meine Scheiße. Hey, 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 halt, 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 ich war nicht... Es war nicht ausgemacht, ich wollte nur was testen, ja. Ihr müsst gleich wieder aggressiv werden. So will ich das nicht. Sind Sie in der Nähe einer Sicherheitszone? Versuchen Sie sie zu sichern. Eins. Das ist die Sicherheitszone. Sind die anderen an? Ah, die brennt. Uiui, da sind aber viele jetzt. Ich die Sicherheitszone sichern, bitte. Ah, der kassiert. Der kassiert auch. Hau ab.
schnell wieder die auffüllen. Dann kostet es. Oi, 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 nicht runter. Immer einen wegfokussen, aber das geht schwer, wenn so viele kommen. Gepackt. Aha. Dann noch zumache, dann habe ich's, oder wie? Ja, mega gut. Sicherheitszone. Das ist nice jetzt. Weil wir Sicherheitszone haben, muss man eine andere Waffe, zum Beispiel den Hammer. Den Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Ei. Sollte ja mehr so Ur-Moves verwenden, oder? Wendigkeit zu bekommen, aber mache ich irgendwie nie. Okay, das hat sogar funktioniert. Gut, Dr. Zere. Da, was ist los? Bei dir in der Hütte. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Alles da. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen wirklich voraus. Interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Kenton, wissen Sie, was das bedeutet? Das Flash-Experiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Kenton jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Er hat so viel zu tun. Hey Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich, du bist ein verdammter Tourist! Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin! Geht zum Zugdepot, sucht euch ein Versteck, ich bin auf dem Weg! Oma, hinter dir! Hinter dir! Rahim! Rahim! Gott verflucht! Ja, das sind wieder die Idioten, ne? Bracken! Bracken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Wo haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Ach, verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Gut, Freunde. Die Folge ist ja hart am Abgehen. Aber es ist leider auch schon wieder vorbei. So ist das hier. Jetzt zickzack, knickknack und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.